In diesem Video geht es darum, wie man eine optisch perfekte Schweißnaht hinkriegt. Man sollte aber schon wissen, dass die Optik allein ja schon was auszusagen hat über die Stabilität, aber nicht das einzig Entscheidende ist. Eine Naht kann optisch wunderschön sein, aber überhaupt nicht stabil sein. Und umgekehrt ist es genauso. Eine Naht kann, ich sag mal, nicht so gleichmäßig sein, aber richtig stabil sein. Das sollte einem schon bewusst sein. Außerdem tragen zur Optik viele Faktoren bei, zum Beispiel beeinflusst die Gasdurchflussmenge, wie die Anlauffarben sind, ebenso die Stromstärke, aber auch die Schweißgeschwindigkeit. Das sind alles Faktoren, die dazu beitragen und noch einige mehr. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann könnt ihr beim Online-Schweißkurs vorbeischauen. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, wie kriegt man eine gleichmäßige Raupe hin, beziehungsweise Schuppung. Dass man nachher eine schöne Optik hat, so eine Aneinandergliederung, praktisch, ja, fast wie so eine Kette, würde ich mal sagen. Und um wirklich diese perfekte Gliederung hinzukriegen, gibt es halt eine Sache, auf die man unbedingt achten muss, beziehungsweise einen Fehler, den viele immer machen. Und der Fehler, den viele immer machen, ist, sich zu sehr auf den Brenner zu konzentrieren. Das heißt, die wollen den Brenner so ruhig wie möglich halten, fast schon wie ein Roboter. Dabei vergessen die aber vollkommen die Drahtzufuhr. Und die Drahtzufuhr ist genau das Entscheidende, womit man diese perfekte Gliederung hinkriegt. Es ist nämlich so, dass man den Draht immer gleichmäßig ins Schmelzbad eintunken muss. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kriegt man auch keine gleichmäßige Naht hin. So einfach und simpel ist es. Man muss den Draht immer gleichmäßig einführen, dann wird logischerweise die Naht auch am Ende gleichmäßig. Viele machen halt wirklich den Fehler, den Brenner immer so ruhig wie möglich zu halten. Das ist auch richtig. Aber wenn man dabei die gleichmäßige Drahtzufuhr vernachlässigt bzw. nicht beachtet, dann kann man den Brenner so ruhig halten, wie man will. Das wird zu keiner guten Optik führen. Umgekehrt, wenn ihr vielleicht ein bisschen zittriger seid, was ja bei manchen einfach so ist, ihr aber den Draht perfekt hineinschiebt, dann wird man dieses leichte Zittern in der Nahtoptik nicht mehr wiederfinden. Natürlich, wenn man jetzt extrem hin und her schwingt, dann wird man das schon sehen. Aber ich sag mal, wenn man so im normalen Rahmen halt ein bisschen so zittert oder mal nicht so einen ruhigen Tag hat, dann macht das nichts, solange man den Draht wirklich gleichmäßig ins Schmelzbad hinzugibt. Das kann man zum Beispiel gut erlernen, indem man sich eine Uhr auf den Tisch stellt und dann jedes Mal, wenn es einmal tickt, den Draht ins Schmelzbad einführt. Außerdem ist es wichtig, immer die gleiche Menge einzuführen. Nicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sondern immer gleichmäßig viel in einem gleichen Abstand, also jetzt von der Zeit her, einzutunken. Und dann habt ihr auch automatisch eine gleichmäßige und perfekte Schweißnaht. Und so sieht das zum Beispiel aus, wenn man überhaupt nicht darauf achtet, den Draht gleichmäßig einzuführen. Man sieht, hier hat man viel, hier hat man weniger, dann noch mit dem Schwenker nach links, hier hat man wenig, viel, viel, dann wieder fast gar nichts, dann wieder richtig viel. Und noch dazu in verschiedenen Zeitabständen, das sieht man auch hier gut. Hier hat man zum Beispiel gar keinen Draht eingeführt, dann hier wieder viel, dann hier wieder gar keinen, hier wieder viel. Und so sieht die Naht einfach aus, wenn man nicht darauf achtet, den Draht gleichmäßig einzuführen.